Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, willkommen zu der nächsten Folge unserer Let's Play-Serie. Bevor ich anfange, muss ich leider schon mal gestehen, dass ich halt schon ein bisschen verkackt habe mit den ganzen Clips, die ich aufgenommen habe. Aber ja, zuallererst seht ihr mich hier an einem anderen Winkel heute. Und zwar habe ich mir einen neuen Tisch besorgt und deswegen auch, ja, jetzt leider die Kamera auf der linken Seite. Ging halt leider auch nicht anders. Ja, aber ansonsten kann ich mal eben kurz sagen, was ich in der Zwischenzeit eigentlich so gemacht habe. Wir haben den 18er Ninja haben wir verkauft, für etwas mehr als 2 Wonnen. Wir haben dafür dann halt einen Geistplattenpanzer für 1,4 geholt, mit 15 Feuer, 20 Zauber und 5 TPA. Und noch einen anderen Silberarmband, der ist blank, den habe ich von meinem Schamanen. Den anderen, den ich geholt habe, war für 1,1 Wonnen, der hatte 20 Orks, bisschen DB und Doppeldrop, Teufel und MP Absorb oder MP Raub. Ja, und ansonsten habe ich noch für den Schaman auch noch einen Kriegskeller geholt mit für 2,1 Wonnen für 6 Tage, also etwas mehr mit Manu-Projektion. War auf jeden Fall ziemlich billig, also an der Stelle, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und an der Stelle hatten wir sogar noch 5 Wonnen übrig gehabt, also 500 KK. Ja, damit habe ich mir die Himmelstränen-Armbänder geerbt, die halt so in die Hose gegangen sind. Und jetzt versuchen wir den Himmelstränen-Ketten 2. Die sind alle auf plus 6. Und die werden wir dann auch mit viel Glück natürlich auf plus 8, wenn nicht sogar auf plus 9 aufwerten. Oh mein Gott, das ist jetzt gerade mal, warte kurz überlegen, mit Team und dem ganz kurz zusammen. Es sind jetzt noch 11 Stück übrig auf plus 7. Oh, bitte, Alter, lass 3 oder 4 Hits drin als Ketten plus 8 funktionieren. Ansonsten sehe ich echt schwarz. Also jede Abtreibung war wahrscheinlich gefühlt so um die 7,5 bis 8, 8 KK. Wäre nicht sogar für 10 KK. Aber ich habe die ganze Zeit nur so minus, 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 minus gesehen. Eieiei. Naja. Ohne viel reden, machen wir eben weiter, ne? Komm, Juwelier. Ich weiß, du bist auf meiner Seite. Ganz bestimmt. Nein. Ich habe schon das Gegenstand erfolgreich schon gesehen. Boah, soll ich auf Nein drücken? Ach komm, scheiß drauf, drücken auf Ja. 3, 2, 1. Wir sind wieder broke, Mann. Wir haben kein Geld, wir sind broke. Aber da sind wir jetzt auch mit beiden unseren Charakteren angekommen und dann gucken wir mal auch wirklich, wie viel wir jetzt über den ganzen Tag eingenommen haben. Ich glaube, wir müssen auch nicht viel sein. Ey, 156 KK haben wir schon mal auf den Char. Also ich glaube, wir haben einen Sack von den Spinnenbänden verkauft, ansonsten durch ein paar Aura-FBs. Und auf den anderen Verkaufschar gucken wir mal hier. Sind wir bei 76 KK. Bevor wir uns auf die Suche begeben, kurze Info, wir haben unseren Level 10er aufgelöst, hatte auch nichts Besonderes, Königstiger mit Money halt, Projektion halt und halt den EPP plus 9, den wir selbst geabt haben, in Folge 3 und die anderen Sachen natürlich auch halt in den späteren Folgen. Ja genau, König Kupfer war auch natürlich in der dritten Folge unseres Let's Plays, also da hängen auch schon ein bisschen so die, die Emotionen und die ganzen Erinnerungen wieder dran, ne? Aber ja, es wird langsam Zeit, jetzt einen größeren Schritt zu gehen, einen größeren Schritt zu wagen, dadurch, dass wir jetzt so einen Level 30er Farmer haben mit Aura G1. Ja, denke ich mal, ist das halt ein richtiger Schritt. Eieiei, ich vergesse immer, wenn wir traden, muss ich halt so ein bisschen näher ran, so damit man das auch lesen kann. Und zwar kaufe ich mir jetzt an der Stelle jetzt einen 200er Sigi-Stack für 1,75 Wonnen. Schade, dass ich jetzt nicht noch mehr Young hätte, sonst würde ich mir noch einen Stack kaufen. Und zwar sind die Preise wieder so leicht angestiegen, dass halt der Stückpreis jetzt nicht bei 1,1 KK beläuft. Der 10er Stack kostet dann dementsprechend jetzt auch so um die 11 KK, kann man sich jetzt überlegen. Und wenn wir den 200er Stack natürlich für 1,75, also für 175 KK kaufen und potenziell 220.000 Millionen rausholen, haben wir eine gute Gewinnspanne von etwa 45 Millionen. Und so sieht dann unser Shop aus. Ich habe jetzt die Segenschriftrolle, die wir gekauft haben, jetzt in 10er Stacks umgewandelt, also umgesteckt und jetzt auch im Shop mal gesetzt für 10,93 KK. Und ansonsten, ja,
Das Equipment ist natürlich vom Preis jetzt gleich geblieben. Kein großer Unterschied hier zu vorher. So, meine Damen und Herren, es ist jetzt mittlerweile der nächste Morgen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich schon deutlich besser und ich denke auch, dass wir ein gutes Gefühl haben, was natürlich unserem Verkaufsstar oder unseren Verkaufscharakteren natürlich angeht. Guck mal, wie viel wir gemacht haben. Wir haben auf der Seite 58k eingenommen. Ja, wunderbar. Dann kann ich noch nachher noch die restlichen weiße Perlen rein, blaue Perlen reintun. Also Vio-Porsche und die Grauformen sind einfach gut gegangen. Und auf der anderen Seite, mal eben kurz bei unseren Ninja, was wir da so schönes verkauft haben. 3 Won und 112 Kaker. Ganz kurz überlegen. 3 Won, ich glaube, das Einzige, was wir für 3 Won hatten, war, glaube ich, die Glocke ist weg. So, gehen wir weg vom Traden und kommen jetzt mittlerweile zum Farmen. Ich habe mir überlegt, jetzt ein paar 60er-Helme zu farmen, die wir dann später abmachen können. Also die Helme zu abmachen ist ja auch grundsätzlich keine große Schwierigkeit. Du brauchst ja sowieso nur diese Frosch-Up-Items, Fingerknochen, gibt es auch in Massen für 2 Kaker oder sowas. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die nicht teuer sind. Genau, knallen wir die dann später, die ganzen Helme, die wir gesammelt haben, natürlich auf den Gildenschmied und gucken, was wir bald so Schönes rausbekommen. Ne? So, es ist schon eine Weile vergangen, seitdem wir beim letzten Mal unseren Gildenschmied hier waren. Ich weiß noch, die guten alten Zeiten, wo jetzt noch die Einser-Rüstung und die ganzen anderen Sachen halt auf Rüstung gehabt hat. Ach, Mann. An die Zeit halte ich natürlich ganz gut fest. Ja, hoffentlich schaffen wir natürlich bei den 60er-Helmen natürlich genauso den gleichen Erfolg. Aber selbst wenn es nicht sein müsste, ist ja gar kein Problem. Wir rennen dann eben kurz nochmal los. Ich habe mir aus dem Shop diese Schriftrolle besorgt, um halt mich wieder zum Hauang-Tempel zu teleportieren. Ja, und ansonsten, die Arbeiten war jetzt auch keine große Schwierigkeit. Die haben, glaube ich, eineinhalb Wochen ausgegeben an Up-Items. Also ich habe es ein bisschen übertrieben, aber ich denke mal, dadurch, dass wir einen Helm auf plus 9 bekommen sollten, das wären umgerechnet so um die 1 Won, wenn nicht sogar etwas mehr, 2-3 Won. Ja, kann man momentan ganz gut upgraden. Dauert halt nur seine Zeit, weil, ja, 39 Helme auf einmal haben ist ja natürlich sehr zeitintensiv. Aber wenn ihr mich natürlich kennt, ich nehme natürlich die Zeit auf mich und versuche natürlich dann in dem Sinne natürlich ein bisschen Content zu bieten. Und es ist ja auch gar kein Problem. Es macht mir unfassbar viel Spaß. Lasst jetzt gerade ein bisschen Musik laufen und dann würde ich mal sagen, gehen wir rein in die Olga. Wir haben jetzt mittlerweile, wie viele sind das denn jetzt, glaube ich, 8 Helme auf plus 7. Wie machen wir das denn? Ziehen wir erstmal auf 8 oder soll ich noch eben warten? Ach komm, scheiß drauf, wir ziehen die jetzt einfach hoch. Ich glaube, es könnte echt gut funktionieren heute mit den Helmen. Dann laufe ich, glaube ich, gleich nochmal los. Oha, Alter, der erste, nochmal. Also ich muss einmal kurz einen Cut setzen hier an der Stelle, ne? Und zwar, what the fuck, warum sind Helme von meinem Internet auf das 8 gegangen? Warum ist das bei mir... Sag ich dir, der Typ ist Baba, Mann. Holy shit. Der zückt mich ja gleich dazu, ja den Plus-9er-Trade zu machen. Oh, das ist aber... Geil. Oh mein Gott, dafür... ich kann nicht mal richtig reden, ja. Was? Es waren 9 Helme. Ja, okay, komm, scheiß drauf, ich ziehe mir Plus-9. Komm, I don't give a shit. Komm. Mädchen 2 Gott. Oder zumindest unser Baba Gildenschmied. Hau mal unseren Helm bitte auf plus 9.
Gott, da habe ich sofort schon den ersten plus 9, ey. Gott sei Dank, diese Erfolgsserie wieder zu spüren. Komm, die Furchtmaske auch noch, bitte. Oh, der hat unser Ruf erhört. Nice. Oh, der leider. Ey. Sag ich, die Schamanen-Helme sind es. Und jetzt noch eben kurz noch den 60er-Sucher-Helm. Dann haben wir eigentlich viel von den PVM-Klassen natürlich. Ja, die Helme schon mal auf plus 9. Ach, schade. Ja, aber man kann sich trotzdem zufrieden geben, ne? Wir haben jetzt drei Masken auf plus 9. Und das Geilste ist, wir machen einfach weiter. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt versucht, so viele Helme vorzubereiten, wie es möglich war. Ich muss auch ehrlich gestehen, es gab ich glaube um 13 Uhr, glaube ich, gab es mal kurz eine Serverwartung. Deswegen hatte ich jetzt nicht so viele Helme gehabt. Das war, glaube ich, nur den einzigen Helm hier unten auf plus 7. Und danach hatte ich auch nicht mehr so viel Zeit. Ich musste zur Arbeit und habe versucht, danach in der freien Zeit natürlich so viele Helme zu haben wie möglich. Deswegen jetzt gerade nur die 26 Helme plus 6. Ja, tut mir leid. Also ich wollte wirklich viele auf plus 7 hauen, aber es war auch sehr anstrengend. Ich musste mir so viele Schriftrollen holen. Also war schon ziemlich anstrengend. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, ich würde jetzt auch verstumpft jetzt einfach die Helme auf plus 7 appen. Also ich muss mir auch, bevor ich anfange, auch natürlich sagen, ich glaube, beim ersten Abversuch war es einfach unfassbar lucky, dass wir die Helme so viele Helme auch erstmal grundsätzlich auf plus 8 hatten. Und dann halt später auch plus 9. Also ich habe wirklich am Ende jetzt nur noch den einen auf plus 7 und alle 6er sind mir dahin schon komplett durchgerasselt oder wenn nicht sogar die 7er. Ja, versuchen wir unser Glück und hoffe doch, dass wir mit den ganzen Helmen jetzt auch die Möglichkeit haben, jetzt alle 9 plus 9er zu haben. Ja, dann würde ich mal sagen, ja, ich glaube von der Kamera und sowas, von der Perspektive passt das auf jeden Fall. Ich gucke mal eben ganz kurz. Ja, ziehe das mal ein bisschen weiter nach innen. Ja, also ein Char sieht man immer noch, das ist perfekt. Und dann freue ich einfach mal drauf. Fünf Helme haben wir definitiv auf plus 8. Also ich habe mir das ein bisschen besser vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber machen wir uns nichts vor. Es ist halt leider so, wie es ist. Also wenn wir überhaupt irgendeinen von denen auf plus 9 bekommen, ist natürlich mit Abstand schon das Beste, was wir natürlich schon erreichen können. Das ist ja sowieso klar. Also ich habe jetzt insgesamt jetzt noch 4 KK-Bewitter. Das sieht man jetzt zwar nicht, aber wir hatten am Anfang mit 84 Millionen hier, glaube ich, auf den Char angefangen und wir haben jetzt schon über 80 Millionen ausgegeben. Das heißt, neben den drei Helmen, die wir natürlich haben und den ganzen Up-Items, will ich schon gerne noch einen plus 9er sehen. Wirklich, definitiv. Deswegen, nochmal an der Stelle. Sorry, nicht das Mikro weghauen. Gut, Luck an der Stelle. Ich würde diesmal den Shami-Helm als erstes draufhauen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass er den Schamanen-Helm bevorzugt. Ich hoffe doch, dass er entweder kaputt geht. Da hat das natürlich klappt. Und natürlich kaputt gehen, damit die anderen natürlich klappen, ne? Hat eine Logik. Okay. Oh, erster Fail. Zweiter Fail, komm. Oh, Junge. Oh, alle Helme plus 8 kaputt. Oh, das ist übel, Mann. Shit. Tja. Lief nicht gut, Mann. So, meine Damen und Herren. Kommen wir mal eben ganz kurz zu unserem Premium-Shop, also Shops sozusagen. Ich hatte jetzt die letzten 2 Tage nicht gespielt und habe jetzt auch nichts Großartiges gemacht. Deswegen können wir da mal ganz kurz mal reinschauen, wie viel wir denn letztens so Schönes eingenommen haben auf beiden Charakteren. Mir jetzt gerade auf unser Ninja drauf. Wir haben auf unseren Schaman schon die 60er-Helme rübergezogen, auf plus 9. Ansonsten noch die Pupu-Kleidung, die wir noch hatten. Ja, mit Hass plus 4 ist also nichts Besonderes, ein Schachtel plus 9. Und halt ein bisschen Erz, was wir selbst gesammelt und auch veredelt haben. Ja, und ich würde jetzt auch nichts Großartiges mehr erzählen. Wir gucken jetzt mal rein. Ich hoffe, das passt jetzt so von der Größe. Ich denke mal, ja, das sollte passen. Ey, was soll man dazu sagen? Also die Segis haben wir noch in großen Mengen, aber die Spinnenbeine sind vor allem die 10er 6 in großen Mengen weggegangen. Und wir haben auf jeden Fall 7 von und 100, also fast 9 von eingenommen. Ey, das ist schon echt stark, ne? Nehmen wir das mal ganz kurz ein. Wir haben jetzt auf
Der seid jetzt schon 10, also wir haben jetzt wieder 12 Won ungefähr wieder drin. Gucken wir mal eben ganz kurz, was wir auf unseren zweiten Charakter haben. So, dann checken wir es auch mal ganz kurz aus. Wir haben, ja toll, 31 Kacke. Aber egal, nehmen wir auch mit. So, dann nehme ich das einmal ganz kurz raus oder transferiere ich das einmal ganz kurz. Ja, und ansonsten habe ich jetzt gerade einen perfekten EPP Plus noch gefunden. Also 15 Blitz, 10 Magie und 1,5 KTP mit Hass plus 4 für 1,7 Won wird gekauft. Also der ist schon echt gut. Also allein schon dafür, dass er halt auch Magie-Dev noch mit dazu gibt. Okay, TP-Absorb ist zwar nicht vorhanden, aber dafür halt 10 Magie. Und ja, die wird definitiv gekauft. Die nächste Rüstung, die Blitz-Dev gibt, ja, soweit ich das richtig gesehen habe, glaube ich hier erst bei 1,5 Won, aber dafür ist halt unsere Rüstung natürlich besser. Also ich denke mal, wir werden die auf jeden Fall für 2 bis 2,5 von reinsetzen. Irgendwo in der Preisspanne. Und ja, dann gucken wir erstmal kurz noch weiter, ob wir noch so Schönes finden können. So, kommen wir zum nächsten Equipment. Wir haben 3 Kleidung des Himmels plus 9, kosten 67 kk. Finde ich sogar ziemlich billig, wenn ich ehrlich bin. Die kaufen wir jetzt natürlich auch. Also ich denke mal, es wird irgendein Lucky Dude sein, der einfach meint, ja, ich hau die Rüstung einfach mal rein. Und ja, kaufen wir einfach mal ab. Also ich denke, bin mir ziemlich sicher, dass wir die für einen Won ganz entspannt im Shop einsetzen können. Wenn nicht sogar für 80 bis 90 KK. Dauert halt natürlich seine Zeit. Es wird natürlich nicht jemand geben, der die sofort kaufen wird, weil auch keine Bonis drin sind. Aber wie gesagt, es hält mich nicht davon ab, die jetzt weiter zu verkaufen. So, dann zeige ich mal ganz kurz nochmal die Aufnahme von unserem Shop, was wir alles reingesetzt haben. Also eigentlich nichts Neues reingekommen. Ich habe die Preise hier nochmal kurz geändert. Die Rüstung ist trotzdem noch für einen Won drin. Ja, ansonsten habe ich mal ganz kurz, ich habe die 60er Helme für bei den die Furchtmaske für 3,85 und die Schamanen für 4,5, weil das die einzigen gerade sind auf dem Markt, ohne Bonis. Ein Fuma gibt es gerade mittlerweile ohne Bonis für 3,88, deswegen habe ich die ein bisschen leicht unterboten. Ja, ansonsten habe ich ja die Bubu-Kleidung auch für einen Won reingesetzt, die Kleidung ist jetzt auch dementsprechend für einen Won. Ja, und hat noch das ganze Ebenholz, was ich natürlich gesammelt für 4 kk, und hat noch mit dem ganzen Young, was ich noch hatte, einfach ein paar Aura-FPs geholt und auf der anderen Seite noch ganzen VCK-FPs, also ja, ich habe einfach schon Sachen gekauft gehabt und dachte mir so, scheiße, ich habe gar keinen Winterplatz, ey. Ja, ich guck mal, dass wir halt so weit wie möglich hier die ganzen Sachen verkaufen können und halt noch mehr Sachen zu besorgen. Also ich wollte es jetzt auch nicht überstürzen. Ich habe das letztens ja schon so verkackt gehabt, dass ich alles ausgegeben habe und halt nichts mehr hatte, um halt auf bestimmte Pakete, die im Chat natürlich gespammt worden sind, natürlich einzugehen. Ja, den Fehler will ich einfach nicht nochmal machen. Deswegen halten wir natürlich ein bisschen Young auf der Hand. Ne? So, meine Damen und Herren, es ist jetzt mittlerweile der nächste Tag angebrochen und ja, gucken wir mal, was wir so Schönes verkauft haben. Ah, 3 Won und 142 KK, das, wir sind 100% sicher, dass es der Fuma war, den wir für 3,85 freigesetzt haben und ansonsten die 60 K Differenz. Ja, wahrscheinlich die ganzen FPS hier. Ich glaube, Aura muss es gewesen sein. Ja. Das holen wir mal eben ganz kurz ab. Und ich guck mal noch eben ganz kurz über Mark und vielleicht finden wir ja sogar noch was Schönes. So, jetzt gerade auf der Suche bin ich auf was Schönes gefunden. Und zwar haben wir hier einen Herrscherband mit 18%, 43 bis 61 AW und 5 DS. Ich versuche, will immer Damage sagen, aber es hört sich so komplett falsch an. Ja. Gucken wir mal ganz kurz den Job aus. Und zwar habe ich gemerkt, dass es ja, nicht nur, dass das Schulterband natürlich sehr preiswertig jetzt in dem Sinne natürlich ist, sondern auch die Rüstung. Ich weiß gerade, ob ich die jetzt auch mitnehmen sollte. Mit 1 KTP, 5 TP Absorb und 10 Feuer. Ja, okay, gut. Das heißt jetzt nicht komplette 15 Feuer-Def, wie man es natürlich kennt oder gerne haben möchte. Aber ich denke mal, dass diese Ausstattung natürlich auch gut ist. In dem Sinne. Aber ich weiß auch gar nicht, warum die Schulterbänder so teuer sind. Wo sind denn die ganzen Schulterbänder? 14% mal kostet mittlerweile schon nur 3,85. Also, okay, ist auch ein Königsband. Naja, ich hole jetzt mal einmal, ich kaufe jetzt einmal das Herrscherband. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den doch sogar noch teurer reinsetzen können. Wegen dem DSS-Wert. Und, naja, komm, I don't give a shit, die Rüstung haben wir auch. Gut. Ja, wenn es halt so sein muss, wenn wir die nicht loswerden, dann ist das nun mal so. Gut, ich habe gerade immer noch ein Won umgetauscht zu 100 KK. Und zwar habe ich hier bei dem lieben Herrn hier eine, ja,
Neun Nachrüstungen für den Sucher mit Hass plus 4 und 1, 2, 3, 4, 5, 5 Bonis gefunden. Ich meine, man kann die auch flat ohne Bonis mit perfekt mit Hass plus 4 natürlich für einen von verkaufen. Und ich denke mal, dadurch, dass das 5 Bonis sind, können wir, ich guck mal, vielleicht gibt es hier noch irgendwo noch einen. Ja, den können wir ein bisschen teurer setzen. Ich denke mal, 1,3 sollte da komplett in Ordnung sein. Wenn nicht sogar auch 1,2. So, kommen wir zu der nächsten Aufnahme. Und zwar habe ich einen billigen Roteisen gefunden. Plus 9 mit 31 DSS mit Stein der Monster plus 4. Fehlt zwar der letzte Stein, aber den will ich nicht reinsetzen, weil ich hier ja mein Glück. Nur für einen von sogar tatsächlich sogar ziemlich billig, weil die anderen sich, also die um den Preis sich aufhalten, eher 26 DSS und sowas haben. Ja, hat sich auf jeden Fall meiner Meinung nach gelohnt. Wir setzen den später einfach für 2 von rein. Guck mal eben ganz kurz. Ja, 33 DSS, ja gut, ich denke mal vielleicht mit 1,8 oder 1,9 machen wir auch nichts Falsches. So, meine Damen und Herren, dann zeige ich euch mal eben ganz kurz, was wir so in unseren Shop gesammelt haben oder reingesetzt haben. Gesammelt. Ja, die VCKs, die ich noch am gestrigen Abend noch gekauft habe, habe ich jetzt für 5,5 reingesetzt, die habe ich für 4 Millionen gekauft. Ansonsten, die Segis sind immer noch gleich geblieben, die ist eben Holz genauso. Den Hass habe ich mal für 4 Millionen gekauft, habe jetzt einfach für 7,6 reingesetzt. Und die Spinnenbeine erzählt das Heck für 13. Also ich habe die jetzt deutlich billiger reingesetzt, nur weil ich die jetzt unbedingt loswerden möchte. Weil ich tatsächlich noch ein bisschen Yang brauche. Deswegen hoffen wir mal, dass die schneller weggehen. Ansonsten, das, was wir gekauft haben, war eigentlich das Schulterband für 4,5. Ich habe das jetzt für 6,25 reingesetzt. Ich meine, es ist komplett übertrieben und es ist. Also ich würde das auch nicht so kaufen wollen. Aber der Markt hat mich dazu gezwungen, deswegen habe ich es getan. Ja, den Top haben wir für 1,9 gekauft, aber den kaufen wir jetzt, verkaufen wir jetzt für 2,4 weiter und wir haben den Sturmplattenpanzer plus 9 für 90 KK gekauft und jetzt auch nochmal für 1,3 werden wir den versuchen weiter zu verkaufen. Ja, und die Roteisenklinge für 1,8. Versuchen wir mal einen Antiken zu wählen. Welcher es sein wird, ist mir eigentlich egal. Ich habe jetzt mittlerweile schon 2 Rubine gesehen, das ist schon mal gut. Hauptsache, wir kriegen den durch. Wird auch mit jedem zufrieden, den wir bekommen werden. Ja, wir fangen an mit, wir haben 4 Diamanten, wir haben, wow, so viele Rubine, das schreit auf jeden Fall nach einem guten Antiken. Ja, und ansonsten, ja, kleinen Scheiß. Fangen wir mit dem billigsten an, den Granat, den hatten wir schon gemacht, deswegen ist es eigentlich jetzt egal, was wir bekommen. Ja, gut, den Rahn haben wir schon mal fürs nächste Mal, das ist schon mal sehr schön, dann können wir eventuell mal den nächsten, also den ersten Legi-Trial machen. Ja, dann machen wir mal jetzt den Saphir, ne? Brauche ich jetzt einfach mal drauf. Da haben wir auch schon den ersten antiken Versuch bekommen. Sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Yang gemacht, geil. Mann, so, dass man sich so über die Kleinigkeiten freut. Das ist echt sehr, sehr schön. Gut, da haben wir natürlich auch den. Wir hatten nur einen. Wir hatten gar keinen Schliff. Das ist doof. Also, eigentlich wollte ich jetzt gerade kurz den Channel wechseln, aber ich glaube, das kriegen wir sogar noch eben schnell fertig. Ja, kommen wir zum Jaden. Wie sieht's da aus? Leider nicht geklappt. Hier, den Diamanten. Boah, Alter, ich merke schon so, ich habe so den Lag des Todes, ne? Alter Vater. Ja, den Diamanten, kriegen wir den sogar noch? Der Diamant soll zwar auch nicht sein. Gut. Nächstes Mal. Ja, komm, scheiß drauf. Warte, ich doppel mir ganz kurz ein bisschen hier rum. Es nervt, wenn das so anfängt zu laggen. Also, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt ein bisschen zeitig hinausziehe. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht so, da nicht böse. Aber ich mache das ja nur für unseren Content. Komm, bitte. Ja, der hat geklappt. Oh, ich hasse das. Immer wenn. Nice. Wir haben den Antiken, Alter. Nice. Das ist sehr schön. Gut, ich hatte ja gerade eben erwähnt gehabt, dass es eine Sache gibt, die ich unbedingt holen wollte. Und zwar wollte ich was für 5 von holen. Hatten wir nicht. Wir haben auf jeden Fall was im Shop verkauft. Und das würde auch mit dem Geld natürlich passen. 127 KK. Wir haben auf jeden Fall hier die Spinnbeine verkauft. Und halt so den Kleinkram. Ich glaube, das müssen die VZKs gewesen sein. Ja, holen wir mal ganz kurz ab. Und dann würde ich mal eben ganz schnell einmal den Yang zu Won wechseln. Und zwar, ich weiß, das könnte wahrscheinlich richtig doof sein, das habe ich ein Gifte gesehen. Der war für 31 DSS ohne
Da waren keine anderen Bonis drin. Plus 9 auf jeden Fall. Mit 4er-Stein für 5 Won. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der billig drin ist. Also dadurch, dass der nächste oder der vor viel billiger nur 32 DSS hast ohne Steine. Wir könnten theoretisch natürlich noch, ja, noch Bonis reintun. Aber ich würde wahrscheinlich nicht die B-Dinger reintun, weil das wäre ein bisschen zu schade für. Obwohl sind wir natürlich gezwungen, wir wollen ja keine D ausgeben. Ja, aber ansonsten für 32 DSS und so weiter und so fort, die befinden sich ja schon eher so in den neuen Won-Bereich, sieht man ja. Ich würde den tatsächlich kaufen für 5 Won und würde den dann zu einem größeren oder zu einem höheren Preis verkaufen. Habe ich jetzt getan, ist mir jetzt auch an der Stelle sowieso scheißegal. Ich stelle den Shop jetzt für 7,5 rein. So, direkt hier neben unsere schöne Rec. Ich habe so den Delay, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Das ist so anstrengend. So. 15 Tage ist er drin. Wenn er weggehen sollte, super. Ansonsten kann ich aber irgendwie versuchen, den wieder für 5 Wochen wieder zu verkaufen. So, ich zeige euch jetzt mal einen ganz kurzen Ausschnitt, was wir heute in unserem Stream gemacht haben. Wir haben HTAs und HTKs gehabt, nachdem wir die 60er Helme gehabt haben. Aber leider auch ohne Erfolg. Den Chat habe ich ausgeblendet, um die Ausschnitte dann später für die Display-Serie hinzuzufügen. Aber seht selbst, was wir am Ende rausbekommen. Wir haben jetzt gerade im Shop 3 Won und 84 KK gemacht. Das sage ich jetzt extra speziell, weil ich diesen Clip jetzt in mein Video jetzt reintun kann. Reintun werde. Und damit werden wir ja, Himmelstränen-Armbänder oder Himmelstränen-Ketten upgraden. So, kommen wir zur Up-Session der HTA, ja, beim HTA auf plus 5, wenn nicht sogar mach, ja, auf plus 6, 7, 8, ne, wie man es natürlich kennt. Und damit, also ich muss sagen, ich bin schon ziemlich aufgeregt, ne. Also ich habe das schon etwas schon lange nicht mehr gemacht, habe jetzt auch, glaube ich, mittlerweile schon 7, 8 Won schon gewastet. Hätte zu der damaligen Zeit sogar schon das HTA und das HTK plus 9 schon gehabt, aber naja, man kann sich natürlich nicht alles auf, ne? Deswegen starten wir die Session mit einer, einen ganz entspannten plus 5er Try und gucken mal, was wir aus, warte, ich muss kurz nachziehen, 2, 4, 6, 8, 39 Himmelsrennanbändern plus 4 rausholen werden, ne? Vier Stück auf plus 7, Alter. 50%, entweder klappt oder klappt nicht, ist so easy. Junge, ich liebe die Einstellung. 50-50, ja, entweder es klappt oder es klappt nicht. Ja gut, 50-50, entweder lebst du oder stirbst du. Komm, let's go. Ey, schon faszinierend, ne? Den ersten haben wir schon plus 8. Geld ist raus. So, komm, let's go. Den nächsten machen wir auch noch. Wie hast du gesagt, nochmal Alpha 3 auf 8? Ich bin mir, ziemlich, bin mir nicht sicher, Mann. So, schon mal fail. Junge, was ist. Das ist aber übelst. Komm, ich gebe mir so den einen noch auf plus 8. Ey, komm, ganz ehrlich, ich meinte den jetzt auf plus 8, Alter. Das war's mir nicht wert, dann. Da können wir jetzt meinetwegen gerne die HTKs uppen, wenn ihr wollt. Ich wollte euch die anderen natürlich nicht aufhalten. Ich ziehe jetzt die hässlichen Ketten auf plus 5 und dann hoffen wir mal, dass es natürlich klappen wird, ne? Ich hoffe, irgendeiner ist bereit, hier auf Emerald mir eine Finanzspritze zu geben, weil ich glaube nicht, dass wir das überleben werden.
So. Toll, wir haben jetzt 6 Ketten auf plus 6. Das ist natürlich großartig, ne? Das ist echt top. Ja, was denkst du denn, ey? Wir hatten nicht viel, wir hatten bis hier. Ich glaube, wir hatten nur 30 Ketten allerhöchstens. Davon haben wir nur 6 auf plus 6. Wenn nicht sogar jetzt gleich 3 Stück auf plus 7. Ich wette, es sind nur 3 Stück auf plus 7. I don't give a shit. Egal, was jemand sagt. Ich hoffe, aus den 3 nach auf plus 7 kommt einer auf plus 8. War der erste schon mal fail. Boah, shit. Das heißt, die letzten 3 müssen theoretisch klappen, damit ich die richtige liege. Oh nein. Junge, was ist denn da los? Junge, ich hasse euch, Alter. Junge, wir sind alle auf plus 7 Schrott, ey. So, meine Damen und Herren, auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Wenn du Bruch gehst, dann kommst du Ruby. kann ich sogar tatsächlich machen. Ich überlege es mir. Ja, gehen wir mal rein und gucken mal, ne? Son of a bitch, Alter. Du piece of shit, du verdammter Scheißschmied, Alter. Gib mir eine Kette auf plus 7. Ja, wir haben eine Kette plus 7. Junge, das ist einfach an der Stelle pure Schadenfreude, ne? Ich sag's euch, meine Tränen laufen schon auf beiden Seiten runter. So, wir haben 2 Ketten im Angebot, plus 7. Was habe ich gesagt, wenn beide plus 8 gehen, dann will ich die eine noch drauf tun. Aber ich glaube nicht, dass beide überhaupt ansatzweise in der Lage sind, auf plus 8 zu gehen. Wie war die Chance? 20%? Oh, Junge, Alter. Das war's mal wieder komplett, ich sag's euch. So, kann ja schon mal eine Endrede halten. Also, es hat mich wahnsinnig gefreut, diesen Streamer wieder zu führen, wieder weitere Leute von euch kennenzulernen zu haben. Und ich hoffe doch, dass ihr in den nächsten Streams wieder dabei sein werdet, wenn ihr genau wieder dieselbe Scheiße sehen werdet, die ich jetzt natürlich vollführen werde. Wir wissen ja alle, dass die 2 Ketten nicht auf plus 8 gehen werden, geschweige denn auf plus 9. Deswegen werde ich jetzt, nachdem die Ketten gefällt sind, natürlich den Stream beenden und hoffe natürlich, dass wir beim nächsten Mal viel mehr Glück haben werden. Also ich sag mal so, wenn eine Kette auf plus 8 geht, dann bleibe ich. Aber ich glaube ja nicht. Ich riskiere jetzt zweimal die 20%ige Chance. Und zwar, wie Alpha schon gesagt hat, einfach ganz schnell klicken, ne? So, 3, 2, 1. Verdammt! Du verdammtes Stück Scheiße, Alter! Du bist der größte Wichser auf Erden, Alter. Ich hätte off sein können. So, komm. Ohne Witz, die nächste Kette auch noch auf plus 8. Du bist so ein Pisser, Alter. Alpha, ich hasse dich. Ich hasse dich. So, meine Damen und Herren, kommen wir nun zum Ende des Videos. Ihr seht es jetzt gerade vielleicht. Wir haben jetzt konzentriertes Lesen gesammelt. Oder sind jetzt gerade dabei, konzentriertes Lesen zu farmen. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel für die 11. Folge, wenn ich das jetzt hinzupacken sollte. Deswegen setze ich hier mal an der Stelle mal einen Cut. Und ja, hoffe doch an der Stelle, dass es euch wirklich wieder gefallen hat mit der 11. Folge. Ich hoffe, man konnte mich diesmal besser verstehen. Ja, Mikrofon ist natürlich, glaube ich, jetzt auch besser eingestellt als in den letzten Folgen, aber ich bin natürlich nicht an diesem Punkt gekommen, wo ich natürlich hundertprozentig laut und klar spreche. Boah, meine Stimme. Ja, das weiß ich selbst und ja, schreibt mir doch wirklich gerne in den Kommentaren oder, falls ihr mich in-game sehen solltet, schreibt mich an. Ja, würde mich auf jeden Fall wirklich weiterhelfen und natürlich auch für den ganzen Support, den ihr natürlich in Form der Nachrichten oder auf YouTube oder in den Streams natürlich da gibt, ist natürlich ein Dankeschön wert. Ja, an der Stelle wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, kann man das schon sagen, oder ihr sagt eine schöne Woche und dann sieht man sich natürlich am Mittwoch wieder. Wir sehen uns.